Heute schauen wir uns die zwei neuen Adventskalender für 2024 an. Einmal von Vera, einmal von Metabo und einmal auch aus dem letzten Jahr vom KS Tools. Und wir schauen mal, was sie alles können. Was ich persönlich cool finde bei den Adventskalendern, ist, dass alle drei Adventskalender Low-Carb-Kalender sind. Das heißt, kein schlechtes Gewissen und trotzdem jede Menge Freude. Meine persönliche Erwartung ist, dass der von Vera der hochwertigste ist. Ob das dann wirklich so sein wird, das finden wir gleich raus. Auf den ersten Blick lässt es nicht unbedingt auf Werkzeug schließen, aber wer natürlich das Logo von Vera oben entdeckt hat, weiß natürlich auch in etwa, was drin ist. Schauen wir uns das mal an. Ich freue mich. Hier haben wir schon mal unsere Basis. Was ich hier auch schön finde, die sind wirklich hier fest drin. Das heißt, die fliegen auch nicht so durch die Gegend. Das hat man auch bei anderen Kalendern häufig. So. Ach, die ist ja süß. Eine kleine Mini-Ratsche. Geil, das ist ein Salzstreuer, finde ich gut. Ah, die werden ausgetauscht. So, hier haben wir auch den Griff. Ja, auch klein, niedlich, auch relativ handlich. 24. Ja. Ja, mit einer kleinen Feierabendhilfe. Wie schon angenommen, macht Vera auch hier bei den Werkzeugen einen sehr hochwertigen Eindruck. Ich persönlich, ich muss sagen, bei meinen Händen, ich finde es ein bisschen klein geraten, aber erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, auch mit Magnethalterung drin. Bei Vera finde ich persönlich auch immer ganz cool, dass sie halt hier die Größe auch mit angegeben haben. Auch die Ratsche, ja, hört sich super an. Ach, sogar auch mit einem kleinen Umschalthebel. Was mich persönlich am meisten überrascht hat, sind die Salzstreuer. Kommen definitiv in die Küche. Ob das meiner Frau gefällt, das weiß ich nicht. Das finde ich aber raus. Weil ich persönlich finde es mega. Ich finde es richtig witzig. Kommen wir jetzt zu dem von Metabo. Metabo hat an sich den kleinsten Kalender von allen. Wirkt auf mich auch recht hochwertig. Fällt nicht direkt auseinander. Ist auch klein, kompakt, sehr knuffig. Passt auf jeden Fall auf jeden Nachttischschrank. Metabo verbinde ich persönlich mehr mit Elektrowerkzeugen. Habe das ehrlich gesagt so bei Handwerkzeugen eher weniger auf dem Radar gehabt. Aber lasse mich natürlich auch immer gerne eines Besseren belehren. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall einen vernünftigen Eindruck. Ja, die Einfassungen, die lassen auf jeden Fall schon mal ahnen, was es wird. Was halt direkt auffällt, der Karton, der ist recht dick. Man muss halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht komplett alles aufreißt. Also ich muss sagen, diese ganz kleinen Fächer. Weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Dass Metabo auf jeden Fall mit seinem Werkzeug punktet, weniger jetzt mit seiner Verpackung, mit seinem Kalender, ist meine persönliche Meinung. Also auch allein im Vergleich zum Vera deutlicher Unterschied zu merken beim Aufmachen. Ich habe den halben Karton leider Gottes mit auseinandergenommen, auch wenn ich mich bemüht habe, was vielleicht nicht so aussah. Aber zum Positiven muss man auch wirklich sagen, dass der Handgriff deutlich besser in der Hand liegt als der von Vera, für mich. Die Bits, die sind auf jeden Fall schnell zu wechseln. Man muss ein bisschen aufpassen, weil der schießt ganz schön los. Wir haben uns heute auch noch von KS Tools einen Kalender aus dem Jahr 2023 geholt. Da geht's schon los. Boah. Ah, okay. Ist ja natürlich, wenn da so eine stabile Box ist, da natürlich irgendwie reinzudrücken, gar nicht mal so einfach. Ohne wieder den Kalender auseinanderzunehmen. Das ist ein solider Kunststoffcase. Ach Gott, auch schon wieder so eine Miniaturhalterung. Da muss ich aufpassen, dass sich die in meiner Hand nicht verliert. Hier fliegen die Bits nicht durch die Gegend, sondern sind halt hier auch direkt im Kunststoff drin. Und dann last but not least, eine kleine Mini-Ratsche. Hört sich aber auch gut an. Ist ein solider Kalender. Die Fächer, die sind alle gut zu öffnen. Auch das Werkzeug macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Einzige, was ich festgestellt habe, auch hier ist wieder so ein kleiner Miniaturgriff drin. Ist persönlich jetzt nicht so meins. Ne? Gerade wenn es halt mal irgendwie ein bisschen aufwendiger wird und man einfach ein bisschen mehr Kraft aufbringen muss, ist das halt natürlich mit so einem Griff ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz ist auch hier in dem Case, in dem Set eigentlich alles drin, was man so für den Alltag braucht. Und zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, auch da cooles Geschenk für die Vorweihnachtszeit. Auch darüber würde ich mich definitiv freuen. Für mich persönlich war der größte Spaßfaktor bei Vera einfach auch da, weil man eben mit dem Flaschenöffner, auch mit den Salzstreuern auch einfach mal eine Abwechslung hat, was man nicht direkt mit Werkzeug verbindet. Bei Metabo, bei KS Tools, ne, da ist es, ich sag's mal, stumpf in Anführungszeichen, nur Werkzeug. Aber hat absolut seine Daseinsberechtigung. Möchtest du den Adventskalender verschenken, musst du nur ein paar Sachen berücksichtigen.
Und zwar bei den KS-Tools, da hast du nämlich auf der Rückseite den kompletten Lieferumfang abgebildet. Das heißt, der Beschenkte sieht sofort, was drin ist. Ist ein kleiner Spoiler, aber einfach zu berücksichtigen. Bei Metabo, da hast du eine komplett nackige Rückseite, da weiß auch der Beschenkte nicht, was drin ist. Bei Vera hast du hinten hier einen Aufsteller. Das Einzige hier ist zu berücksichtigen, dass du da eben entsprechend die Umverpackung entfernst, ne, weil eben da entsprechend halt auch nochmal der Lieferumfang abgebildet ist. Aber sofern du den entfernt hast, kannst du das auch problemlos verschenken. Völlig egal, wen du beschenken möchtest, ob jetzt den Profi oder eben noch ein Profi, der es werden möchte, machst du mit den dreien Adventskalender definitiv nichts verkehrt. Auch wenn der jetzt vom KS Tools aus dem letzten Jahr ist, vom Inhalt her, es ist ein rundes Sortiment, du kriegst nahezu jeden Anwendungsbereich abgedeckt. Ebenso auch bei den anderen beiden, es ist eigentlich alles dabei, es ist meistens eine Ratsche mit dabei, es sind Bits mit dabei, also eigentlich alles, was in der Werkstatt oder eben auch zu Hause anfallen kann. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht, wenn dir das Video auch gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal und dann bis zum nächsten Video. Ciao!